Willkommen zu einer neuen Folge auf dem Channel von Produkt-Kenner.de. Hier ist wieder der Flo und ich werde nun wieder versuchen, deine Fragen bestmöglich zu klären. Heute schauen wir uns einen Bericht von Johanna an. Diese hat über Mafugo geschrieben, welches sie mit 4,5 Sternen bewertet hat. Und wie ihre Meinung im Detail ausschaut, erfährst du jetzt. Erfahrungsbericht zu Mafugo.com. Was ist Mafugo.com? Mafugo ist ein intelligenter Survey-Funnel-Generator. Umfragen sind ein unterschätztes, aber mächtiges Mittel, unser Marketing optimal auf den Kunden auszurichten. Bei vielen großen Unternehmen kennt man es, dass nach dem Kauf eines Produktes oder während des Surfens auf der Internetseite ein kleines Fenster aufleuchtet, wo man gebeten wird, ein paar kurze Fragen zu beantworten. Solche Fragen können sich auf die Internetpräsenz, auf das Produkt oder sonstigem beziehen. Vielleicht hat der eine oder andere auch gemerkt, dass basierend auf diesen Antworten auf einmal ein passendes Angebot per E-Mail eintrudelt. Genau um dieses Marketing-Tool geht es bei Mafugo. Das Gesicht hinter Mafugo.com. Einer der Mitbegründer von Mafugo ist Alexander Riedel. Riedel ist tätig als Berater für Internetmarketing und seine Beraterfunktion wurde schon von mehreren Unternehmen in Anspruch genommen. Er ist ein echter Marketing-Experte und geht auch gerne unkonventionelle Wege. Sein Fokus liegt vor allem auf Unternehmen mit den Schwerpunkten Online und Technologien. Von diesen gibt es diverse, an denen er Beteiligung erhält. Mafugo.com ist nicht sein einziges Produkt. Auch der Online-Multiplikator ist von Alexander Riedel, wo er erklärt, wie man ein profitables Marketing-System aufsetzt in Form eines Webinars. Rainer von Massenbach ist der zweite Mitbegründer von Mafugo. Er ist CEO von Webinaris, einer deutschlandweiten bekannten Internetseite, die Webinare automatisiert. Auch er hat zahlreiche digitale Produkte bereits an den Markt gebracht, darunter auch das Recruit-Tier, welches sich auf MLM und Strukturvertriebsgeschäfte bezieht. Was kann man mit Mafugo.com machen? Mit Mafugo bekommt man eine Software, die man natürlich unterschiedlich einsetzen kann. Umfragen haben ein enormes Potenzial auf verschiedenen Feldern. Umfragen für die Marktforschung. Das klassische Einsatzgebiet für Umfragen ist für die Marktforschung. Dieses betreibt man, um herauszufinden, was den Kunden stört, was er sich wünscht und wo er Verbesserungspotenzial sieht. Man erhält Informationen zur aktuellen Lage und kann diese für sich einsetzen. Marktforschung ist besonders sinnvoll, wenn man andenkt, ein neues Produkt zu entwerfen und auf den Markt zu bringen. Mithilfe einer Umfrage kann man klären, ob überhaupt Bedarf für dieses Produkt besteht. Außerdem erfährt man, worauf man bei der Umsetzung achten sollte, damit es den Wünschen der Kunden entspricht. Eine Umfrage im Bereich der Marktforschung kann einen davor bewahren, an einem Produkt zu arbeiten und Geld zu investieren, was eigentlich gar nicht vom Markt verlangt wird. Basierend auf den Antworten kann man die Kundenmeinungen auch direkt einfließen lassen in die Produktgestaltung. Am Ende hat man höhere Chancen auf einen Verkauf, da man von Anfang an die Interessenten mit einbezogen hat. Vorqualifizierung. Das Einsetzen von Umfragen zur Vorqualifizierung ist vor allem interessant für Produkte, die viel Gesprächs- und Erklärungsbedarf haben. Also solche Produkte, wo man eigentlich erst persönlich mit dem Interessenten in Kontakt treten muss, um zu einem tatsächlichen Verkaufsabschluss zu gelangen. Anstelle eines Kontaktformulars bringt man an gleicher Stelle ein Umfrageformular aus. Dort stellt man genau die Fragen, die zeigen, ob ein Interessent sich für das Produkt eignet oder nicht. Das kann einem viel Zeit ersparen, da man vorab schon Leute aussortiert, die letztlich das Produkt eh nicht gekauft hätten. Tagging. Mit Tagging ist gemeint, dass bei der Beantwortung der Fragen der Teilnehmer automatisch mit einem Tag versehen wird, was so viel bedeutet, wie er bekommt ein Schild um sich gebunden, welches alle Informationen enthält, die wir zuvor mit der Umfrage bekommen haben. Mithilfe dieses Tags kann man nun dem Kunden ein Angebot zukommen lassen, was auf ihn abgestimmt ist. Zum Beispiel kann er eine ganz wichtige Rolle das Geschlecht spielen, da Frauen und Männer sehr unterschiedliche Bedürfnisse haben. Wenn wir diese Informationen schon vorab haben, kann man darauf entsprechend reagieren und das passende Produkt anbieten. Leads generieren. Leads spielen eine wichtige Rolle im Internetmarketing. Mit Lead meint man, dass der Kunde seine Kontaktdaten hinterlässt, meistens die E-Mail-Adresse. Diese Daten sind so wichtig, weil man dann den Interessenten immer wieder erreichen kann. Man kann Angebote per E-Mail schicken, Erinnerungen und so weiter. Um seine E-Mail-Liste aufzubauen, kann man wie folgt vorgehen. Man erstellt eine Umfrage, die der Interessent zu durchlaufen hat. Nach Abschluss der Umfrage erscheint ein weiteres Formular, wo der Teilnehmer seine E-Mail-Adresse angeben muss, wenn er sein personalisiertes Angebot bekommen möchte. Im Prozess der Umfrage hat man bereits die Neugierde erweckt und die Chance ist hoch, dass er nun seine E-Mail hinterlässt, weil er selbst das Ergebnis der Umfrage wissen möchte. Um die Software nutzen zu können, braucht man auch ein Auto-Responder-System. Mafugo bietet Schnittstellen für die beliebtesten, wie Clicktip, Infusionsoft und Active Campaign. Was kostet Mafugo? Um die Software nutzen zu können, muss man 59 Euro monatlich zahlen. Es entsteht keine Vertragsbindung, das heißt, man kann monatlich kündigen.
Wer Mafugo gerne erst testen möchte, der kann einen Testmonat für 2,90 € beanspruchen. Mafugo im Test. Nachdem der Kauf bestätigt wurde, erhält man alle weiteren Informationen per E-Mail zugeschickt. Unter anderem bekommt man neben der Software auch noch diverse Bonusmaterialien. Darunter ein Videotraining, welches den Umgang mit der Software zeigt, eine Anleitung, wie man Umfragen erstellt und eine komplett fertige Kampagne, die man selbst nutzen kann. Die Software ist sehr einfach. Man muss nicht über technisches Know-how verfügen, um zu verstehen, wie es funktioniert. Ich nutze Mafugo für meinen Online-Shop. Nun habe ich die Möglichkeit, meine Kunden regelmäßig zu befragen nach aktuellen Trends, die sie gerne im Laden sehen möchten und welche vergangenen Trends sie sich zurückwünschen. So weiß ich genau, was sich meine Kunden wünschen und ich kann leichte Entscheidungen treffen, ob ich etwas in meinem Shop aufnehme oder nicht. Außerdem kann ich dann auch besser abschätzen, ob die Ware auch tatsächlich gekauft wird oder nur im Lager Staub ansammelt. Seit ich Mafugo benutze, habe ich bessere Umsätze und weniger Staubfänger. Die Leadkosten sind insgesamt deutlich günstiger und die Conversions sind besser. Alles, was mir zuvor bei Mafugo versprochen wurde, konnten sie einhalten. Damit es aber ebenso gut funktioniert, muss man es auch richtig einsetzen. Wer da Schwierigkeiten hat, der sollte das Bonusmaterial genau studieren und eventuell den Support verwenden. Ich verwende es bereits seit 3 Monaten und werde auch weiterhin Kunde bleiben. Ich habe es auch schon dem einen oder anderen Freund und Geschäftspartner weiterempfohlen. Wie immer gilt, solltest du andere Eindrücke zu diesem Produkt gemacht haben, so unterlasse deine Meinung bitte in den Kommentaren. Dies hilft uns und unseren Mitmenschen ungemein. Abonniere außerdem jetzt unseren Channel, um auf dem Laufenden zu bleiben und bewerte dieses Video mit einem Daumen nach oben. Dir hat das Video gefallen? Schreibe uns einen Kommentar. Wir sehen uns im nächsten Video wieder und hoffentlich bis bald. Das war der Flo von Produkt-Kenner.de.